Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Herzlich willkommen zu der Börsensendung Akrevis Invest. Roman Müller, die Finanzmärkte, die haben ein turbulentes erstes Quartal 22 hinter sich. Was sind da die Hauptbeweggründe? Neben den bereits bekannten Themen wie der steigenden Inflation, den Nachwirkungen der Covid-Pandemie und der weltweiten Schuldenlast ist im Februar der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine dazugekommen. Dieser Mix hat trotz der anhaltend positiven Wirtschaftsentwicklung für Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt. Nicht nur Aktien, auch die Obligationen mussten Kursverluste hinnehmen. Profitiert haben die Rohstoffe. Wir schauen hier zuerst auf die Aktienmärkte. Wie haben hier die einzelnen Märkte abgeschnitten? Der eher defensive Schweizer Leitindex SMI hat das Quartal mit einem Minus von rund 5,5% abgeschlossen. Bank- und Versicherungsaktien haben sich positiv entwickelt. Zyklische Werte wie Geberit und Sika sind stärker unter Druck gekommen. Zykliker und Technologiewerte sind im deutschen DAX stark vertreten. Darum hat der rund 9% verloren. Der US-Leitindex Dow Jones hat von der guten Performance der Erdölaktien profitiert und das Quartal mit rund 4% im Soll abgeschlossen. Der technologielastige Nasdaq hat mit 10% deutlich stärker korrigiert. Weiterhin steigend sind die Zinsen, auch bei uns in der Schweiz. Da muss man sicher sagen, dass man von einem Anstieg auf einem extrem tiefen Niveau schwätzt. Die Rendite vom Schweizer Obligationenindex ist seit Anfang Jahr von leicht über 0 auf rund 1% gestiegen. Verantwortlich dafür sind hauptsächlich die steigende Inflation und die angekündigten weiteren Zinserhöhungen, speziell in den USA. Der Konflikt in der Ukraine hat auch bei den Rohstoffmärkten für Ausschläge gesorgt. Ja, gerne zeige ich da gerade zwei konkrete Beispiele. Auf dem ersten Chart sieht man die Entwicklung des Erdölpreises der letzten zwei Jahre. Nach einem recht kontinuierlichen Anstieg hat sich das Auf und Ab mit Beginn des Ukraine-Konflikts noch einmal deutlich erhöht und zu Bewegungen von über 10% in wenigen Tagen gesorgt. Noch ausgeprägter sieht man die Entwicklung beim Preis des Industriemetall Palladium. Sorgen um den grössten Produzenten Russland haben den Kurs vom 25. Februar bis am 8. März um rund 40% in die Höhe schnellen lassen. In den folgenden drei Wochen ist es dann auch wieder um 35% abwärts gegangen. An solche Verwerfungen wird man sich vermutlich gewöhnen müssen. Zumindest, bis sich die geopolitische Lage wieder ein bisschen beruhigt. Herzlichen Dank, Roman Müller, für diese Übersicht und Ihnen zuhause einen ganz guten Start ins Wochenende. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.